Versuchter Totschlag in dieser Gemeinschaftsunterkunft in Unterföhring. Ein 21-jähriger Afghane war am Samstag kurz vor 23 Uhr mit einem 4 Jahre älteren Landsmann in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass am Ende Blut floss. Der 21-jährige Afghane hat mit einem klappmesserähnlichen Gegenstand auf den 25-Jährigen eingestochen, und zwar am Rücken in der Nierengegend. Mitbewohner trennten anschließend die Kontrahenten und verbrachten den Angreifer bis zum Eintreffen einer Polizeistreife in ein anderes Zimmer, wo er vorläufig festgenommen werden konnte. Der 25-Jährige wurde stationär behandelt, die zugefügte Stichwunde war aber nicht lebensbedrohlich. Der Auslöser des Streits war banal. Es ging um einen Handyverkauf. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Handy nicht richtig funktionierte, und das war der Auslöser des Streits. Die Polizei ermittelt nun aufgrund der Art und Weise des Angriffs wegen versuchten Totschlags gegen den 21-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile einen Haftbefehl erlassen.